Ich war grad süß am Träumen, als mich neulich Nacht der Schein vom Sturz betrunkenen Vollmond wach gemacht. Da stand vor meinem inneren Auge wie gemalt, was seit den alten Griechen als Mirakel galt. Die Lösung aller Weltprobleme, eine kühne Bauanleitung für eine Lügenfärbmaschine, die missbrauchte Worte einfärbt, dass sie dann sogar ein treuer deutscher Wähler sehen kann. Erfundene Legenden, Enten, Nebelkerzen, fromme Wünsche, Schwüre und gebrochene Herzen sind schon bald in allen Sprachen überwunden, ist der Rassenwahn von dieser Welt verschwunden. Die Unkenrufer haben auch nix mehr zu weinen, denn wem kann man noch ein Nix für Nu vorgreinen? Selbst die Ärmsten lassen sich nicht mehr verkohlen und von Reichen ihre Wurst vom Teller holen. Und jeder kann sich auf Politiker verlassen. Gähnend leer sind aller Medien Zarenkassen. Kriegsgeschrei, Reklame, Phrasen, Heuchelei und Hetze sind für alle Ewigkeit vorbei. Da stand ich auf und ging noch vor dem Morgengrauen nach unten in den Hobbyraum, um aufzubauen. Den ersten Lügenfärber nach den Traum erfundenen Plänen, die noch taufrisch mir vor Augen standen. Und als es langsam heller wurde, waren die blassen Skizzen mit den Farbfrequenzen zwar vergessen. Doch der Prototyp stand da zum Test bereit und ich rief rein ins Mikrofon ganz laut: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und ich guckte, keine Reaktion unfassbar. Mann, ich glaub, die großen Lügen liegen gerade unsichtbar im Ultraviolett. Wie schade.